Willkommen zurück zu Minecraft Minilands. Ich zeig dann gleich mal, was in der letzten Folge passiert ist, nicht in der nächsten. Wir haben hier diesen Rohbau von einem Haus schon dargelegt. Mir fiel gerade Folgendes auf, und zwar, wir haben hier oben das doch nicht zu Ende gemacht. Dazu geht es einmal nach vorne, einmal nach oben, einmal zur Seite. Dann habe ich den hier umsonst rangesetzt, aber gut. Ich bin noch bereitwillig fürs Lernen. So, wenn man schon eine Weile her ist, dann ist klar, dass man ein bisschen was vergisst. Aber guck mal, wie schnell das schon da dran ist. So. Dann sieht es genauso aus wie da drüben. Kann der eine sagen, hey, das sieht nicht gut aus. Oder, hey, das Dorf hat ein System, das sich ein bisschen was sogar ähnelt. Da kann man schon fast von Absicht sprechen. Gut, wir haben jetzt eine Stufe. Dann haben wir eine Treppe. Und damit, pass auf, wir machen hier erstmal 1, 2, da kommt es hier hin. Die muss aber... Ich mache so eine kleine Futterplattform wieder. Die sieht dann wie folgt aus. Einmal so, so. Und dann geht es im Viererfeld drumherum. Nein, das war falsch. Es muss dort dran, genau. Weil wenn wir schon ein bisschen Magie können, lassen wir natürlich unsere Futterplattformen. Wir erweitern quasi den Nutzboden und machen so einen kleinen hängenden Garten. Das kommt hier noch eine Plattform runter, damit auch das Wasser nicht verschwindet. So, perfekt. Dann wollen wir doch mal sehen, mit was wir es befüllen. Nein, das war falsch gedrückt. Mit was wir es befüllen. Erstmal natürlich Erde. Dann kommt... Ich erinnere mich gerade, dass wir noch Zaun brauchen. Seht ihr gleich warum. Wir brauchen ja noch ein Schlückchen Wasser. Sonst wächst da nichts. Und dann packen wir erstmal hin. 1, 2, 3. Wasser hinten. Dann kommt hier was ganz anderes hin. Und zwar soll das darstellen, welches die fliegende Version ist. Ah, siehst du, wir haben es ein bisschen schief gebaut. Aber ist nicht so wild. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Abwechslung. Dann machen wir jetzt zum Beispiel hier so eine Stufe ran. Hier eine Stufe ran. Dann können die so rübergehen. Ein bisschen Abwechslung ist doch voll in Ordnung. Wenn wir was so weit links machen, können wir nicht mehr richtig hochschauen. Also, würde schon sagen, alles richtig gemacht. So, dann lass mal kurz schauen. Wir waren, glaube ich, unter Werkstoffe. Da haben wir Zuckerrohr. Richtig. Ich erinnere mich noch an der Version 1.8. Ich habe das Zuckerrohr so schön hingekriegt, dass du jetzt nicht so zwei 2D-Ansichten hast, sondern wirklich ein 3D-Objekt. Dass du zum Beispiel hier siehst, da kommt eine Röhre hoch. Also richtig rund. Wenn du von oben guckst, ist es rund. Es gibt was Rundes in Minecraft. Wow. Das hätte ja nie zu träumen gewagt. Aber das muss ich erstmal installieren. Ich habe das Texture Pack so fertig. Müsste es aber lediglich nur nochmal das Minecraft updaten. Aber Minecraft, wie gesagt, das update ich erst, wenn ich hier durch bin. Und das Dorf, wie ihr in der letzten Folge schon gehört habt, ist relativ nahe der Vervollständigung. Also alles cool. Das werdet ihr schon noch in Kürze sehen. Also das ist mir da relativ... Ich will meinen, dass es mir gut gelungen ist. Was lässt man hier anbauen? Samen? Also Getreide? Noch irgendwas Tolles? Oder machen wir erstmal zwei Getreide hin und gucken später... Ich mache erstmal zwei Getreide rein. Und guck dann später wieder mal hin. Das machen wir mal gleich mal groß, damit wir den Effekt sehen. Wo ist das Weiße? Hier. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Genau wie das, dann machen wir mal groß. Zack und zack. Perfekt. Haben wir da eigentlich auch eine Fackel drauf auf den einzelnen fliegenden Plattform? Nee, ne? Haben wir auf keiner von beiden. Das nur Getreide? Nee, okay, dann wächst es mit dem Sonnenlicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Liegt nur gerade hier im Schatten, weil die Sonne da hinten lang geht. Ist die Wuchsplattform vielleicht doch etwas ungünstig gewählt? Und was ich gerne möchte, wir machen hier doch ein bisschen was anderes. Das ist mir schon fast ein Anliegen. Ein bisschen unterschiedlich sollte es dann doch sein. Zumal wir haben hier hinten so viel Platz, dass wir... Nein! Dass wir quasi... Ich demonstriere das immer sehr gerne, dass wir hier hochkommen. Wir können jetzt wieder schlafen. Oder warte mal, die Schlafecke da hinten und hier...
Weil das wirkt alles so eng da vorne. Das weg. Kurz umbauen. Wir machen. Ich habe mir jetzt erst überlegt, dass das Ding dahin soll. Von daher. Tja, gut. Das ist auch Dekoration, das Bett, ne? Ganz unten. Genau. Ich habe mir schon überlegt, warum ich es nicht finde. Gerade eben hätte ich überlegt, ob ich es so hinmache. Würde aber auch nicht so dolle aussehen. Deswegen lieber hier. Zack, 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 zack. Gut. Dann mache ich die Kochecke hier hin. Die verschwindet so in der Ecke. Und wir haben einen sichtlich offeneren Bereich. Ich mag immer gern so bauen, dass ich mich auch selbst wohlfühlen würde, wenn ich hier wohnen müsste. Die Werkbank ist da. Sieht man leider nicht mehr das kleine Fältchen dahinter. Also ich meine die Werkzeuge, die sind nämlich dort. Da kommt das hin und wir haben einen Trichter, der war an der Stelle. Ich erinnere mich. Bin doch noch nicht so alt. Wow. So, Trichter hier. Gut, dann haben wir die Küche hier. Guck mal, sieht doch viel freundlicher aus, oder? Ist der Türrahmen nicht verstellt. Und hier hinten in der heimlichen Ecke kannst du dann einfach schlafen. Bringt das was, wenn ich die da... Nein, das war nicht gut. Bringt das was, wenn ich dann irgendwie so eine Falltür hinmache? Oder da auch noch? Wirkt das... Geht natürlich kaputt. Geht natürlich... Okay, ich lasse es. Ich kann nur nachts schlafen. Hey, was... ja. Ich kann auch am Tag schlafen. Ich kann sowas. So, und ich wollte hier, ich nehme mal jetzt so die Slabs wieder, weil ich habe nur Probleme an Blöcke, Falltüren anzumachen. Kann vielleicht in der nächsten Version auch anders sein, ich habe es aber noch nicht getestet. Deswegen mache ich hier einen so einen Block ran. Ich würde schon fast sagen, ich mache zwei ran, kann man ein bisschen mehr Abstand gewinnen. Zack, wir machen hier noch zwei Zäune ran. Das sieht auch schon super aus. Da kommt hier eine Falltür hin. Wir machen... Das geht natürlich nicht. Warte, dann mache ich halt kurz so eine Überbrückung. Hier eine Stufe. Das soll immer so entkoppelt voneinander sein. Das soll nicht so, weißt du? Und was ich hier jetzt ranmache, lass mir ja kurz überlegen. Wir haben hier ein Haus. Da wohnt der Bibliothekar drin. Vielleicht machen wir so ein kleines fliegendes Gewächshaus sogar. Muss ja nicht riesig sein. Ich glaube, die Idee gefällt mir ganz gut. Da muss ich mir noch kurz mal eine Treppe holen. Die Idee gefällt mir wirklich recht gut eigentlich. Machen wir so kleine 6x6 oder weiß ich nicht wie groß. Und dann freue ich mich. Dann müsste ich leider die Falltür dort wieder abreißen. Nein. Ja, na klar. Ich fliege hier so weit, dass ich das andere auch noch wegreiße. Das war ja schon fast schon gekonnt. Wie gewollt und nicht gekonnt. So. Die Größe. Wir lassen die Dreierbreite, die ist vollkommen in Ordnung. Und ziehen mal die Treppen etwas weiter, sodass wir jetzt ungefähr 3 breit. Wir machen 4. So bitte. So, und dann geht es hier wieder zurück. Haben wir so 3x5 ungefähr. Ne, 3x4 haben wir. Und es ist 5x7 breit. Das ist eine gute Größe. Und du kannst dich fast schon autark ernähren. Bei 2 Personen, da brauchst du ja nicht ganz so viel. Müssen wir hier noch die fliegende Unterkonstruktion auch irgendwie ranpacken. Aber erstmal den Boden. Damit Erde, Wasser und alles sonstiges nicht... Ist quasi so ein Hochbett. Also Hochbeet. So, fliegende Konstruktion. Wir nehmen eine breitere diesmal. Wir müssen ja eine größere Fläche überbrücken. Die kleinere Fläche. Aber wenn ich von dem Antrieb hier unten ausgehe, haben wir nur 3x3. Ja, wir lassen uns was Neues einfallen. Wir sind ja hier die Ingenieure vom Fach. Gehen wir mal 2 runter jeweils. Zack. Zack. 2, 2 und 2. Dann kommen hier unten diese da ran. Die da, genau. Zack. Da führen wir da einmal ganz kurz hier hin herum. Nein. Komm schon. Ich weiß, du willst das auch. Willst du mal einen richtigen... Baumstamm sehen. Wenn ich Hase sage, es klingt so standardspruchmäßig. Wir machen dann hier einen Eichenholzstamm, mache ich auch mal rein. Das gehört alles dazu. Der müsste aber irgendwie hier unten rausschauen. Deswegen mache ich den mal so. Damit ich mich positiv fühle, mache ich den in der Mitte auch richtig hin.
Wie weit lasse ich den nach oben gehen? Der müsste eigentlich schon anschließen. Wir machen den bis nach oben und ziehen da noch was rein. Oder nee, wir ziehen den komplett durch einmal. Bis hier. Genau. Dann könnten wir auch noch... Den machen wir so hoch. Den führen wir... Na, ich weiß nicht. Wenn wir hier vorne einen Gravel hinmachen. Hier ein bisschen Erde. Doch, das sieht ganz... Das würde gut aussehen. Von meinem geistigen Auge schaut es gut aus. Und das führe ich mal so durch. Hier ein Gravel. Da laufen wir natürlich rauf auf die ganze Erde. Nehmen wir den Potzoll nicht. Wir nehmen Erde. Fügen hier unsere Früchte hin. Unsere Felder. Je nachdem, was da hinkommen soll. In der Ecke machen wir Wasser. Dieses Wassereimer. Eigentlich wollte ich im Haus weitermachen. Wo bin ich jetzt gelandet? Ich wollte auch an der Brücke was machen. Mann! Muss ich es in der Folge aufschieben. Aber so kann ich wenigstens ein bisschen Spannung reinbringen. Es war wirklich keine Absicht. Ich dachte nur gerade, die Idee, die kommt, die muss vollzogen werden. So, Dekoration. Wir haben natürlich wieder ein Zuckerrohr. Jetzt mache ich aber nur eins hoch. Dann kann es vielleicht... Ah, sieh an. Machen wir es kurz wieder weg. Dann können wir es erst draufsetzen. Vielleicht doch zwei hoch. Dann läuft's. Das Wasser kommt ja vier weit, ne? 1, 2, 3, 4. Wird der noch nass hier hinten? Ich setze einfach was drauf und werde es ja dann sehen, ob es abfällt. Aber ich glaube, es geht sogar 6 weit schon. Oder 4. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss einfach gucken, was da passiert. So, können wir uns hier hinstellen. Können wir da jäten. Können wir da jäten. Hier jäten. Und es ist so viel Futter. Wow. Flieg. Wow, aber ganz knapp. Dann ist hier vom Antrieb her fehlen noch die Stabilitätsplatten. Die Stabilisator. Stabilisatoren, so. Ich habe gerade noch Ascendancy zu laufen. Das passt eigentlich so prinzipiell. Guck mal, sieht doch cool aus, oder? Mir gefällt das. So eine kleine fliegende Plattform wieder unten. Nur halt im größeren Bereich. Naja, vielleicht nicht größeren Bereich, aber für die Pflanzen muss der Schwebeflug etwas ruhiger sein. Deswegen ist es ein bisschen breiter. Und das hat auch mit der Bauform zu tun. Okay. Dann führen wir es mal hoch. Wir nehmen dafür... Ich habe die gar nicht mehr da. Warum habe ich hier zweimal die Slabs drin? Führen wir mal so einen Block. Ich denke, wir machen hier die Seiten aus Blöcken. Dass das Glas auch bei Wind ein bisschen was aushält. Glas brauche ich natürlich auch. Das fügen wir mal hier ein. Der Eingang ist natürlich auch aus Glas. Gucken, ob das gleich immer noch so toll aussieht, wie ich es mir vorstelle. Und ob ich dann eine Tür reinmache. Das muss ja auch noch belüftet werden, das Gewächshaus. Und in dem Gewächshaus, das wächst auch tierisch gut, muss ich sagen. Deswegen brauchst du auch nicht so viele Pflanzen. Die kannst du nämlich ganz schnell wieder nachernten. Die wachsen auch schnell nach. So. Zack, zack. Das Dach müsste eigentlich irgendwie offen werden. Ich glaube, ich muss dafür Glasblöcke nehmen. So, führen wir mal hier was lang, bis nach vorn. Muss gleich die Seiten auch noch irgendwie umbauen, ist mir schon bewusst. Dann kommt, oder muss ich den vielleicht hier vorne an der Tür wenigstens ein kleines Stückchen verstärken? Ja, doch, da kommt was. Lass mich kurz überlegen, wie... Brücke oben ist. Es reicht, wenn da Geländer ist. Okay. Nee, das ist komplett ausreichend. Und ohne Tür hast du einen schöneren Einblick. Ja, doch, es ist ganz nice. Machen wir hier noch so eine Slab hin, damit es ein bisschen offener wirkt. Ich mag das ja. Müsste es ja mittlerweile langsam wissen. Es geht hier drüber und da machen wir auch mal zu. So. Hier könnte es noch reinregnen. Dann machen wir... Was ist denn, wenn ich da jetzt auch noch Blöcke hinmache? Verschließt sich das oder hast du ja ein bisschen... Kannst du da oben noch rein gucken? Nee, komm. Minecraft sagt zwar, der Block wäre offen, aber wir verschließen das Glas natürlich von oben. Von daher sagen wir mal, das ist kein Problem. Hier in der Mitte machen wir so eine kleine... Ja, genau. Wenn wir hier... Oder warte mal, das können wir doch prinzipiell... Oben, nee, oben nicht.
Wir machen das vielleicht sogar in den Ecken. Wo verstecken wir da den Schalter? Ich glaube, den Schalter können wir prima hier rein. Nee, kann man nicht. Wo kann ich denn den Schalter dann verstecken, damit das Licht anbleibt, was ich da hinsetzen will? Ich glaube, ich muss das irgendwie zumachen. Dass ich da einen Schalter reinsetzen kann. Ich will mich so eine Redstone-Lampe in den Boden setzen, damit ich ein bisschen Licht habe. So. Hebel. Redstone-Lampe. Und los geht das Feuerwerk. Ja, SSL! Das Gewächshaus leuchtet. Ach, schön. Komm, kriege ich von hier ein schöneres Bild? Ja. Genau. So. Ich bedanke mich hier fürs Zuschauen. Dass ich leicht vom Plan abgewichen bin, möchte ich zu verzeihen bitten. Aber noch ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Und dann machen wir das Schöne, was ich an der Brücke vorhatte. Ich verrate es immer noch nicht. Da kommen wir endlich mal das Haus da, vielleicht noch eine zweite Nahrungsplattform an den Seiten ranzumachen. Können wir auch ein bisschen mit Nahrung handeln hier vorne. Wir müssen ja auch ein bisschen aufs ganze Dorf denken. Wir haben ja nur das bisschen an den zwei Häusern da hinten, ist nicht so viel. Wein natürlich auch, wir können uns aber nicht ausschließlich auf Wein ernähren. Weintrauben kannst du essen, ja. Und bevor es jetzt komplett dunkel wird, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Minilands. Wartet auf mich, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.